Okay, dann herzlich willkommen zu unserem Tresen der Antifa Nordost. Leider heute immer noch unter Pandemiebedingungen, deswegen leider nur online. Wir hoffen, dass sich das im Frühjahr jetzt wieder ändern wird. Genau, zu Gast haben wir heute Lukas Wanke. Lukas, du bist Mitglied der Linken und des SDS in Halle, bist gerade in deinem Masterstudiengang in Geschichte, wenn ich das richtig gelesen habe. Und genau, du hast Ende letzten Jahres ein Buch rausgebracht. Ich halte es mal kurz rein. Die Impfgegner und die Fiktion der Freiheit. Und du willst darin eine historische Analyse liefern zu Impfgegnern, Querdenkern und Verschwörungsgläubigen. Genau, also ergänze mich gerne, wenn ich irgendwie was zu deiner Person vergessen habe. Und ansonsten erzähl doch am liebsten mal, was die Intention für dich war, dieses Buch zu schreiben und was vielleicht die Kernaussagen sind, die du darin tätigst. Ja, erstmal, genau, vielen Dank für die Einladung und nee, das war genau ausfüllend, was du gesagt hattest. Genau, die Kernidee oder sagen wir die Intention, fangen wir damit an, ist natürlich sozusagen erstmal eine persönliche, dass ich quasi, du hast gesagt, Masterstudium Geschichte, da ist man natürlich streng genommen kein fertiger Historiker, aber ich würde es gerne werden und fand dieses historische Arbeiten an sich sinnvoll. Ist natürlich ein Hausarbeit ein Stück weit oft sozusagen einfach für den Papierkorb gemacht. Und daher habe ich versucht, quasi aus verschiedenen Sachen, denen ich schon gearbeitet habe, zum Beispiel meine Bachelorarbeit war zum Thema auch reaktionäre Ideologien der Weimarer Republik und deren Zusammenarbeit mit liberalen Kräften, so ein bisschen auch darauf aufbauen, versucht quasi da eben ein eigenes Buch, Broschüre, wie auch immer, mal zu schreiben. Und die Intention konkret war natürlich politisch bedingt, also dass ich zum Beispiel aus Halle komme und da gab es, wie in vielen anderen Städten ja auch, eben diese reaktionären Aufmärsche von ImpfgegnerInnen, Bewegung Halle nennen sie sich hier, genau, also quasi Querdenken-Variante und viele rechtsextreme Kräfte auch, die da quasi mit, nicht mit aufgesprungen sind, da können wir später darüber diskutieren, sondern sozusagen die es auch mit vorangetrieben haben und da dann die Idee ein Stück weit die Kritik, die ja daran existiert, vielleicht so ein bisschen spezifischer noch zu fassen, weil natürlich auch sozusagen der Umgang damit ja total umstritten ist und die Frage, was sind das eigentlich für Leute und wie kommen die jetzt plötzlich dahin? Und ich dachte, die sind ja die Mitte der Gesellschaft, warum randalieren die jetzt gegen Impfzentren? Dass das sozusagen ein bisschen der Punkt war, da irgendwie was zu beizutragen zur Diskussion und dazu, wenn man irgendwie einen Buchladen oder eben online guckt, was es sozusagen für Bücher zur Impfung gibt, ist das ja schon auch sehr erschreckend, was da angeboten wird. Da würde ich sagen, es hat sich jetzt auch geändert, aber sozusagen die Esoterik natürlich klar im Vorteil, sozusagen rein quantitativ. Genau, und die Kernaussagen, das ist gar nicht so leicht zu bestimmen, glaube ich, weil sozusagen das Buch auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen durch die Form, die es verfasst wurde, manchmal zu Exkursen neigt. Ich würde aber sagen, es sind eigentlich drei Stück, wenn man sie runterbrechen würde. Zum einen ist es so, dass es bei Impfkritik, Impfgegnerschaft nicht um medizinische Fragen geht. Also sozusagen ist es nicht die Frage, hat Karl Lauterbach die Impfung gut genug erklärt oder vertrauen wir den BioNTech? ErfinderInnen, dass sie quasi einen guten Impfstoff machen, oder glaube ich da persönlich, also habe ich, bin ich irgendwie Risikopatient oder nicht, sondern sozusagen es muss um eine gesellschaftliche Frage gehen, also dass sozusagen damit auch eine politisch-ideologische Formierung verbunden sein muss. Das erklärt sich auch damit, dass quasi vor der Corona-Pandemie alle sozusagen Ärzte, also MedizinhistorikerInnen, die sich dann beschäftigt haben, die Zahl der Impfgegner immer mit 2 bis 5% angegeben haben. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also zum einen kann das die Kerngruppe sein, aber offensichtlich gibt es mehr, zumindest bezogen auf die Corona-Pandemie. Und das liegt natürlich an politischen Sachen, kulturellen, politischen und so weiter, Sachen, die sozusagen an der Gesellschaft liegen. Ich glaube, das ist die erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist, es gab ja immer Diskussionen um die Frage, wo kommen die eigentlich her? Sind die jetzt irgendwie grün? Sind das Hippies? Sind das Alternative? Sind das vielleicht Leute, die sogar quasi per se links irgendwie? Das ist natürlich oft auch aus einem gewissen Interesse und mit verschiedenen anderen Faktoren, glaube ich, verbunden. Aber ich würde sagen, es ist immer eine rechte beziehungsweise reaktionäre Bewegung, die Impfgegnerschaft, immer auch gewesen. Und der dritte ist eben, und das hängt mit der Frage zusammen, sozusagen mit dem Bezug auf Freiheit und Liberalität zusammen. Und der Frage, okay, wo wird denn quasi die Einschränkung der Freiheit gesehen und wo wird sie eben nicht gesehen? Wo wird sie quasi hingenommen und wo nicht? Und da ist das Argument ja eben, es geht nicht darum, dass Leute prinzipiell Freiheit einfach toll finden und deswegen irgendwie alle auswürfeln, ob sie an Corona sterben oder nicht, dass ihnen das viel lieber ist, sondern es geht quasi darum, dass Leute sich gegen gewisse Formen von
sozusagen Einschränkungen auflehnen und gegen andere eben nicht. Und das liegt eben darum, deswegen habe ich das sozusagen Freiheitsfiktion genannt, dass es eigentlich eine Einbildung ist von irgendwie Freiheitlichkeit, dass man sagt, okay, ich akzeptiere irgendwie Krieg, Zwangsrekrutierung, Verhungern, aber sozusagen, dass ich eine Impfung bekommen soll, das akzeptiere ich natürlich nicht, oder eben diese Masken tragen. Was ja auch so ein bisschen aufgegriffen wird immer in der Kritik, dass man sagt, okay, es geht um Öffnung, aber was wird dann eigentlich geöffnet? Genau, und das versucht das Buch so ein bisschen spezifischer noch zu fassen. Okay, vielen Dank. Vielleicht, also du gehst ja auch in deinem Buch so ein bisschen darauf ein, dass du halt die Geschichte der Impfung kurz nachzeichnest und wie sich die Gegenbewegung der ImpfgegnerInnen daraufhin historisch entwickelt hat. Vielleicht kannst du da so ein bisschen das nochmal erläutern für die Zuschauenden und vielleicht auch so ein bisschen sagen, aus welchen Spektren sich Impfgegner und ImpfgegnerInnen herauskristallisiert haben. Genau, ja, sehr gerne. Genau, die Geschichte der Impfungen habe ich jetzt so angesetzt, ist, glaube ich, noch sehr umstritten, weil es teilweise auch je weiter man zurückgeht, desto schwieriger ist mit der Quellenlage. Aber sozusagen, es wurden schon auch vor 1000 Jahren, insbesondere in Asien, sozusagen archäologische Funde ausgegraben, die schon darauf hindeuten, dass quasi Immunisierung ein Stück weit zum Beispiel schon ein Stück weit immer möglich war, beziehungsweise ein Stück weit immer gemacht wurde. Es wurde natürlich nicht unter den bestehenden wissenschaftlichen, medizinischen Bedingungen gemacht, sondern zum Beispiel damit, dass man gesagt hat, okay, ist jemand pockenkrank, also wenn die Pocken eh schon ausgebrochen waren, dass man dann gesagt hat, man nimmt halt ein Stück von irgendwie diesen Pockennarben und schmiert sie quasi jemand anderen unter die Haut. In der Vorstellung war das so, und das sozusagen funktioniert an sich auch, nur halt mit extrem hohen Risiken. In der Vorstellung ist das dann so, dass quasi man dann durch die abgeschwächten Erreger immunisiert wird. Und tatsächlich gibt es auch verschiedene Berichte, die ich mir durchgelesen hatte, die sagen, okay, tatsächlich kann die Todesrate dadurch niedriger sein. Und wie vieles ist es quasi im 18. Jahrhundert auch nach Europa gekommen, in dem Fall auch zum Beispiel über das Osmanische Reich und in Russland am Zarenhof wurde das auch gemacht als quasi Pockeninokulation. Also dieses Inokulation steht dafür, dieses unter die Haut schieben von Pockenerregern. Haben auch teilweise dann, dadurch wurde auch überhaupt darüber berichtet, weil das macht die Quellenlage natürlich einfacher, weil die Leute quasi als relevant gelten, dass quasi verschiedene Adlige eben am Zarenhof, am Hof des osmanischen Sultans quasi das gemacht haben. Und das hat sich dann immer weiter verbreitet, eben so ein bisschen als eben diese Osteuropa und Osmanisches Reich so ein bisschen als sozusagen als Transfusionsgebiete, wo es dann auch zum Beispiel in England verbreitet war und in der Diskussion drin war, eben diese Pockeninokulation, um sich zu schützen, aber sozusagen noch nicht so ein richtiges Massenphänomen. Und genau, ich finde das eigentlich ein wichtiges Argument zu sagen, dass, also natürlich hat es natürlich einen Grund, dass um 1800 Edward Jenner dann die sozusagen heutige Vakzination, also Impfung erfindet, wo ich gleich noch drauf eingehen würde. Aber es ist auch schon wichtig, dass man sagt, okay, viele Erkenntnisse, die wir heute sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft, der Aufklärung und so weiter zuschreiben, gibt es an sich schon vorher und sozusagen ist jetzt kein esoterisches Geschichtsbild, aber sozusagen die gibt es eigentlich schon vorher. Es gab aber verschiedene gesellschaftliche Gründe dafür, dass sie nicht genutzt wurden und umgesetzt wurden. Genau, und dann gibt es halt eben diesen Edward Jenner, ein englischer Arzt, der dieses ganze Prinzip auch schon kennt, muss man sagen. Und er ist, wie viele Ärzte, Aufklärer, Philosophen und so weiter, eben um 1800 herum, eben der Meinung, dass man das sozusagen, dass man Wissen so organisiert, dass man es katalogisiert und sich das anguckt, also quasi empirisch sich das anguckt. Und er guckt sich halt an, naja gut, das wird dann mit Pockenerregern gemacht und die Leute können dann trotzdem krank werden. Und das ist ja sozusagen auch der Nachteil, wenn man weiß ja nicht wirklich, wie die Erreger aussehen. Also kann es durchaus sein, dass man mit so einer Inokulation auch dann erst recht Pocken bekommt. Und dann macht er halt verschiedene Beobachtungen und stellt halt fest, dass quasi viele Bauern, also so Kuhfarmer, oder Kuhzüchter genauso, tatsächlich, wenn sie viel melken, weniger an Pocken erkranken. Einfach deshalb, weil die schon mit Kuhpocken infiziert sind, die für den Menschen aber ungefährlich sind. Genau, und da hat er tatsächlich dieses erste Prinzip, dass man sagt, man hat einen wirklich abgeschwächten Erreger, also sogar einen anderen Erreger, einer anderen Krankheit, und nimmt dann diese Kuhpocken aus dem Euter, da kommt ja auch dieser Begriff von Vakzin her, von Wacker, der Kuh, nimmt dann das aus dem Euter quasi und injiziert es dann Kindern tatsächlich, weil er wollte halt Menschenversuche machen und hat sich dann gedacht, okay, welche gesellschaftlichen Gruppen können sich nicht wehren? Und dann hat er dann erstmal ein fremdes Kind aufgegabelt und das da gemacht. Es hätte auch sozusagen nach seinen Erkenntnissen auch einfach an Pocken sterben können, das muss man an der Stelle auch sagen. Und das ist ja auch so ein Punkt, den ich da versuche anzusprechen, dass man sagt, na, die Medizin ist jetzt auch nicht per se gut, aber auch nicht per se böse, sondern es kommt halt aus dem gesellschaftlichen Kontext, dass man halt sagt, zum einen sagt, Menschenleben
zählen dem großen Erfinder im 18. Jahrhundert, also Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich ziemlich wenig. Und es ist quasi dieses Trial-and-Error-Variante. Genau, und der infiziert dann später auch sein eigenes Kind, nachdem das mit dem fremden Kind geklappt hat, und hat dann tatsächlich den Punkt, dass tatsächlich diese Kuhpocken eben dadurch, dass sozusagen Antikörper werden aufgebaut gegen den Kuhpockenerreger, die auch gegen die normalen Pocken helfen. Und da gibt es eigentlich tatsächlich dann einen gewissen Siegeszug davon. Es ist natürlich nicht so, als würden sich jetzt irgendwelche Leute im Staat oder sozusagen im englischen Könighaus jetzt dafür losgehen und alle Leute durchimpfen. Das kommt dann im 19. Jahrhundert mit sozusagen einer Form von Biopolitik, die auch überhaupt sagt, Gesundheit ist überhaupt ein politisches Feld. Also vorher war es ja so, Krieg ist irgendwie politisch, also wird von Autoritäten gemacht, Religion durchaus auch und verschiedene andere Sachen, Steuern, das ist dann politisch, aber sozusagen irgendwie Gesundheit, Schulbildung und sowas, das kommt, sind natürlich Sachen, die alle im 19. Jahrhundert erst entstehen, wo dann gesagt wird, ich bin jetzt plötzlich verantwortlich dafür, dass meine Untertanen, meine Staatsbürger, werden sie ja dann nicht an irgendeiner Krankheit verrecken, das man schon längst hätte bekämpfen können, sondern das kommt ja erst deutlich später. Also zum Beispiel die Pockenimpfpflicht im Deutschen Kaiserreich, was ja nach drei blutigen Kriegen dann gegründet wird, kommt ja 1874 nach so einer Pockenepidemie, wo man sich sagt, okay, eigentlich können wir uns das nicht erlauben, dass halt so viele tausend ArbeiterInnen hier und Soldatinnen und so weiter hier wegsterben, so, da müsste man jetzt was tun, und dann sagen sie, oh, wir haben ja seit ungefähr 70 Jahren eigentlich dieses Mittel dagegen, das könnten wir einsetzen, und dann wird das quasi umgesetzt. Eben in Form von so einer staatlichen Politik, von so einer staatlichen Pflicht dann auch in der Form. Genau, und an sich gibt es aber schon von vornherein über die Inokulation bzw. dann die Vaccination durchaus kontroverse Debatten. Ein Beispiel, das ich genannt hatte, weil sozusagen das wusste ich persönlich auch nicht vor der intensiveren Beschäftigung damit, war, dass eben quasi Immanuel Kant schon recht früh zu den Impfgegnern zählt, beziehungsweise Leute, die das unterscheiden würden, würden vielleicht auch sagen Impfskeptikern. Zuerst hat er was gegen diese Variante, weil er sozusagen für unsicher hält und aus sozusagen kategorischem Imperativ, niemand darf sich töten, hat er gesagt, naja, an Pocken kann man nur vielleicht sterben, aber sozusagen, das hat man keine Kontrolle drüber, aber wenn man quasi an der Inokulation stirbt, das wäre natürlich besonders schlecht, weil dann hat man ja selbst die Schuld daran. Also so ein bisschen, also ich finde die Logik tatsächlich esoterisch, muss ich sagen, aber sozusagen ergibt Sinn aus, so rund diesen philosophischen Maximen. Er hat aber auch noch ein zweites Argument, ein paar Jahre später, wo sich das auch weiter ausbreitet, zumindest in den elitären Schichten, in denen er unterwegs war, genannt. Und das war halt, dass er sagt, naja, die Pocken dienen ja auch zur Bevölkerungskontrolle und zur Bevölkerungsreduktion. Ich glaube, das müsste sogar in der Schrift zum ewigen Frieden gewesen sein, wo er halt sagt, naja gut, wenn es das nicht gäbe, keine Hungersnöte, keine Pocken, dann würde es ja eine Überbevölkerung geben. Und quasi es gäbe überhaupt keine Kontrolle mehr und wir würden alle leiden. Und deswegen könnte man nach dem seinen Maximen auch gar nicht wollen, dass alle quasi geimpft sind. Er macht aber, und deswegen würden ihn vielleicht Leute als Impfskeptiker und nicht Gegner bezeichnen, er macht aber die Ausnahme, wenn der preußische König, wo er da in Königsberg ja saß und ja sehr loyal war, wenn der preußische König quasi eine Impfpflicht anordnet, dann ist das in Ordnung, weil quasi dann muss man ja, das konkurriert dann ja mit der Maxime, dass man dem König gehorchen muss. Von daher geht es dann klar und deswegen ist Kant vielleicht auch nicht als Impfgegner so wahnsinnig bekannt mehr. Genau, aber das ist sozusagen ja ein Ausgangspunkt, vielleicht, wahrscheinlich war er nicht der Erste, aber so ein Ausgangspunkt, wo man schon gesehen hat, okay, es gibt da, also er hat ja an sich kein Problem mit staatlichen Zwängen, weil man ja dem König immer gehorchen muss, aber er hat schon ein Problem damit, dass Leute jetzt einfach die natürliche Ordnung sprengen, indem sie einfach nicht an Pocken sterben, wie es eigentlich für sie vorhergesehen war. Und hat er da deshalb diese Bedenken. Und da sieht man schon irgendwie, glaube ich, ein erstes aufkeimendes Ressentiment, wo man sieht, okay, jemand, der an sich, auch wenn ich da jetzt auch kein Fan und auch kein Experte bin, sozusagen ja durchaus sozusagen ein philosophisches Werk hat, was in sich geschlossen ist, was eine gewisse Logik hat und irgendwie sich so heute noch für die große Moralphilosophie aller Zeiten gehalten wird, sozusagen so klar sagt, naja gut, ich meine, es müssen halt ganz viele Leute sterben, das ist schon, was bedeutet das sozusagen schon so eine ideologische Formierung ist, weil sonst wäre man ja irgendwie nicht drauf gekommen. Genau, und Kant ist natürlich kein irgendwie Hippie oder sowas oder irgendwie Systemgegner, sondern ist sehr systemtreu. Genau, und so würde ich auch weiter argumentieren, dass man hat, dass man halt im 19. Jahrhundert, also die Impfpflicht, Pockenimpfpflicht kommt. In England wird im 19. Jahrhundert auch darüber diskutiert, dann gibt es irgendwie 100.000 Leute, die dagegen demonstrieren. Und da muss man bedenken, während es noch teilweise Sklavenhandel und so weiter gibt, das demonstrieren die halt für ihre Freiheit von der Impfung. Und dann wird halt tatsächlich auch offiziell vom Gericht gesagt, während man das bei den anderen Unterdrückungsformen ja nie machen würde, im 19. Jahrhundert,
wird dann vom Gericht gesagt, das ist eine Frage der Gewissensfreiheit und damit ist quasi Impfpflicht für alle Zeiten erledigt. Beziehungsweise es gibt eine Impfpflicht, aber wenn man sagt, ähnlich wie vielleicht bei der Wehrpflicht früher, wenn man sagt, ich bin hier aus Gewissensgründen nicht für eine Impfung, dann ist man sozusagen raus. Was natürlich auch diesen ganzen Punkt erstmal in der Debatte bringt. Ich würde nämlich sagen, oder versuche auch zu sagen, Punkte oder sozusagen Argumentationen und ideologische Muster existieren ja nicht einfach nur um ihrer selbst willen. Es ist nicht so, dass Leute über etwas nachdenken und dann sagen, ah, das ist mir noch gerade eingefallen, sondern sozusagen, es ist ja eine gesellschaftliche Entscheidung, auch wenn niemand diese trifft, welche Punkte als legitim angesehen werden in der Gesellschaft. Also beispielsweise kann ich natürlich jetzt auch argumentativ sagen, und auch mit einigem Grund und einiger Berechtigung, dass irgendwie Arbeit, Lohnarbeit schlecht ist und ich nicht zur Lohnarbeit gehe, aber das sieht die Gesellschaft ja nicht als legitimes Argument an, warum ich das nicht machen würde. Aber da wurde dann entschieden, durch sowohl ein Gericht als auch eben durch die politischen Machtverhältnisse, dass quasi die Gewissensfreiheit bei Impfungen auf jeden Fall gilt. Bei Schwangerschaftsabbrüchen nicht und auch nicht bei irgendwie Sklavenhandel, aber bei Impfung gilt diese Form der Gewissensfreiheit, auf die man sich immer berufen kann. Und das ist ja auch das, was sozusagen die ImpfgegnerInnen machen, dass sie bei jeder Gelegenheit eigentlich betonen, dass das jetzt was besonders Krasses ist und das müsste jetzt unter die Gewissensfreiheit fallen, während andere Sachen eben nicht darunter sind. Und diese Besonderheit, genau, ist, glaube ich, da dann in England sehr wichtig, dazu betonen, dass da entstanden ist. Genau, und dann auch so ein Milieu auch vielleicht hervorgebracht hat, die sich darauf beziehen. Genau, vielleicht auf den deutschen Kontext noch erwähnt, wie gesagt, 19. Jahrhundert, bewegen wir uns auch so um 1900 herum, ist es sozusagen, wenn man erstmal drauf guckt, wirkt es auch so, als wäre es nicht direkt einer politischen Richtung zuordnenbar. Also ich meinte ja, es wären prinzipiell eine reaktionäre Bewegung gewesen. Und es gibt auch Sozialdemokraten, die dabei sind, es gibt Anarchisten, die dabei sind. Aber die haben eine gewisse Gemeinsamkeit und zwar meistens kommen die eben aus dem Kleinbürgertum oder Bürgertum und sind diejenigen, die eigentlich am wenigsten sozusagen irgendwie einen klassenorientierten, einen klassentheoretischen Ansatz haben. Und da würde ich als Beispiel nur kurz Eugen Düring nehmen, den man ja vielleicht kennt von Friedrich Engels Anti-Düring. Der ist zum Beispiel überzeugter Antisemit. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass er dann überzeugter Impfgegner ist, weil er sozusagen so eine ablehnende Haltung gegenüber der Moderne hat. Also sozusagen, er glaubt, die Leute wollen uns alle vergiften, also quasi der Vorläufer der Mikrochips von Bill Gates. Er sagt aber auf der anderen Seite auch, er sieht sich selbst als Elite im Kaiserreich und sagt auf der anderen Seite eben auch, dass zum Beispiel irgendwie eine klassentheoretische Position, eine marxistische Position das Schlimmste überhaupt wäre. Also er sieht das wie generell Reaktionäre ja so ein bisschen als zwei Seiten einer Medaille, quasi antimarxistisch und vermeintlich als Systemopposition sich inszenierend. Und darum passt ja auch sozusagen der Antisemitismus perfekt zusammen. Genau, und der ist zwar Sozialdemokrat, aber er ist ganz klar ja ein Rechtssozialdemokrat, antirevolutionär, antimarxistisch und eben Impfgegner. Und so zieht sich das auch durch, dass diejenigen, die im Impfgegner-Weltverband und die ganzen Bünde und Vereine, die da entstehen im Kaiserreich, das ist ja auch so ein bisschen in der historischen Forschung, diese Vereinsmeierei, sehr spezifisch, dass die irgendwie so 100 Vereine gründen. Und da wird ganz klar deutlich, dass die fast immer so, die sind Staatsanwälte, die sind Sanitätsoffiziere, die sind Professoren, also so eine Schicht vom oberen Kleinbürgertum, würde ich sagen. Leute, die ja sowieso gar nicht gegen das System sein können per se, weil sie auf den Kaiser, also sie lieben den Kaiser, schreiben ihm die ganze Zeit irgendwelche Briefe, dass man mit den Impfungen mal aufhören müsste, aber sie verehren ihn wirklich. Und sie sind natürlich auch an sich schon einfach das kaisertreueste Milieu, was es gibt. Genau, und teilweise eben aus dem konservativen Bereich, teilweise halten sie sich auch für Liberale, aber eben dann sozusagen diese sehr deutsche Variante seit 1848, die es da gab, der sehr kaisertreuen und reaktionären Liberalen. Genau, und das wären sozusagen die Milieus, die sich da verbinden, aber die an sich irgendwie diese Gemeinsamkeit haben, dass sie sozusagen spezifische Form der Freiheit verteidigen wollen. Da würde ich auch argumentieren, das ist sozusagen im deutschsprachigen Gebiet, insbesondere in Deutschland, sogar noch stärker als woanders, wo man unter liberal auch durchaus was anderes versteht. Okay, vielen Dank für den kurzen Abriss. Genau, und unsere nächste Frage wäre jetzt halt so ein bisschen, so aktuell in diesem Querdenkermilieu sind ja auch so sehr viele Anthroposophen am Start. Welche Rolle haben die in der Impfdebatte?
Debatte in der Vergangenheit gespielt. Du hattest da ja, glaube ich, auch was ein bisschen ausgeführt. Genau, also ich habe mich ein bisschen darauf bezogen, um so ein bisschen auch aktuelle Debatten oder bei sozusagen um die aktuelle Debatten auch zu reflektieren. Das ist ja tatsächlich irgendwie, also es gibt ja verschiedene grobe Thesen, wie man jetzt Querdenker und Impfgegnerschaft erklärt. Und da gab es eben eine, die wurde auch, man muss fairerweise sagen, aus der Frühphase der Querdenkenbewegung in Baden-Württemberg von Oliver Nachtbey und Mitwirkenden erstellt. Und die Studie ist auch an sich zum Beispiel gar nicht verkehrt. Die Leute werden halt befragt und da gab es halt Ergebnisse, die so mehr oder weniger waren, dass halt 70% von den Querdenkern irgendwie früher mal Grün und Links gewählt haben und jetzt aber nicht mehr, sondern jetzt auch zur AfD wechseln würden und auch anthroposophischen Ideen kann man dann relativ gut Schlussfolger nahestehen und eben sozusagen Waldorfbewegungen und verschiedenen esoterischen Varianten. Und das ist ja, auch wenn die Studie, wie gesagt, da oftmals auch ein bisschen fehlinterpretiert wird, weil sie kommt eben aus der Anfangszeit und sie sagen auch relativ klar, dass es quasi relativ schwierig ist, solche Protestbewegungen über empirische, quantitative Umfragen zu fassen, weil die Leute natürlich, also sozusagen, es ist ja einfach gesellschaftlich durchaus adäquater zu sagen, ich bin ja eigentlich immer links gewesen oder grün gewesen, aber die haben ja sozusagen, sind so systemtreu und Volksverräter und deswegen bin ich es jetzt nicht mehr. Das ist ja, ist sozusagen sozial adäquater, als zu sagen, ich bin völkischer Rassist und deshalb lehne ich Impfung ab. Das ist ja sozusagen einfach auseinanderfallend momentan noch. Genau, und auf diese, und da, auf Basis der Studie gab es dann eine starke Debatte über die Wirkung von Anthroposophie, wo es ja auch gute Argumente für gibt, wenn man bedenkt, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz in der Impfquote, ich glaube im EU-Schnitt, auch drunter liegen unter allen anderen. Und das wurde halt so ein bisschen mit der Kulturgeschichte erklärt, dass die Anthroposophie generell moderne Medizin, wir kennen es mit Verbindung zur Homöopathie, die natürlich nochmal ein eigener Zweig ist, Verbindung zu verschiedenen esoterischen Medizin, Ersatzformaten, alternativer Medizin und so weiter, dass die eine große Rolle spielt, weil sie sozusagen dieses rein physisch, medizinisch, stofflich Fassbare einfach ablehnt. Also sie sagen ja einfach, das ist ja der Kern des ganzen Gedanken, du kannst hier schon messen, wie viele Leute an Corona sterben, aber ich glaube das nicht, ich glaube nämlich an Seelen und Seeleneigenschaften. Das ist ja eine absolut irrationale Ideologie, auch wenn es sozusagen Abstufungen gibt natürlich. Genau, und deswegen spielt das natürlich eine Rolle, dass jemand, der an Anthroposophie glaubt und da wirklich sehr tief drin ist und es nicht nur sozusagen nebenbei macht. Es ist ja auch sozusagen ein Vorteil davon, ich habe ja vorhin ganz am Anfang gesagt, es gibt so viele esoterische Bücher zum Thema Impfung. Der Kapitalismus in der Form ermöglicht es ja, dass die Leute sich impfen lassen, weil es praktischer für sie ist und sie ihren Job vielleicht bald nicht verlieren. Und gleichzeitig so viele Bücher zu kaufen und zu solchen Messen zu gehen. Das ist ja sozusagen sehr konsumorientiert. Aber jedenfalls, wer da sehr überzeugt drin ist als Anthroposophin, der oder die kann sich eigentlich nicht impfen lassen. Also wäre meine These. Weil man sozusagen auch das gar nicht braucht eigentlich. Man muss sich auch nicht impfen lassen. Ich meine, die Anthroposophie mit ihren Ausgängen von Wurzelrassen, von der Betonung des Ideellen und so weiter, kann ja einfach nur sagen, dass es eigentlich an der inneren Einstellung liegt, wenn man an Corona stirbt. Aber ich würde natürlich den Einfluss auch nicht überschätzen, den sie da haben. Denn zum einen ist es so, es war vielleicht gar nicht falsch, die süddeutschen Proteste so zu erklären. Aber in Ostdeutschland zum Beispiel sind ja relativ wenig Anthroposophen unterwegs. Ein einzigen Zentrum, ein Zentren durchaus und da auch aktiv, aber es sind ja nicht sozusagen die 2000 Leute, die hier irgendwie hinter Neonazis durch die Straßen, also jetzt in Halle durch die Straßen gelaufen sind, sind ja keine Anthroposophen so. Das ging es jetzt nicht um den Waldorf-Gedanken, sondern offensichtlich um was anderes. Und es hatte, glaube ich, irgendwer da auch als Bild auf Twitter durchaus gut verbreitet. Es gab so ein Sherpick, dass quasi gezeigt wurde, dass die Impfquoten in Ostdeutschland eigentlich viel höher sind als in Westdeutschland, außer bei der Corona-Impfung. Also man hat Pocken und so weiter, beziehungsweise Pocken nicht mehr, aber Masern und so weiter, hat man quasi in Ostdeutschland extrem hohe Impfquote, die man in Süddeutschland nicht hat. Das kann auf die Wirkung von Anthroposophie zurückgeführt werden, aber es kann nicht die Querdenkenbewegung, die ja sozusagen in Sachsen zum Beispiel auch sehr stark ist, wo alle Leute gegen Masern geimpft sind. Das kann man damit ja sozusagen nicht mehr erklären. Das heißt, ich glaube, man muss die Anthroposophie deswegen auf einen Kerngedanken zurückführen, warum sie da in diesen Diskussionen wichtig ist und warum sie überhaupt, glaube ich, in einem gewissen Milieu, was mit dem Impfgegnertum, glaube ich, hundertprozentige Überschneidung hat, gut ist. Und zwar
Das ist natürlich auch Anthroposophie, auch wenn sie sich quasi systemkritisch gibt und sagt, die Dominanz in der Wissenschaft, in der Politik ist sozusagen auf der stofflichen Ebene, also empirisch fassbar, aber sonst könnte man ja auch gar nichts machen. Sagen sie ja schon, wir sind die Systemopposition dazu. Wir sind quasi alternativer, wir widersetzen uns dem. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass kaum was so etabliert ist wie die Anthroposophie mit irgendwie Milliardengeschäft, anthroposophische Medizin, Ratgeberliteratur. In der STIKO sollen ja auch da Anhänger von sein. Also quasi eigentlich ja auch in den Führungsetagen sitzen, eigene Universitäten, Schulen und so weiter haben. Und trotzdem sagen, okay, wir sind aber absolut dagegen und wir sind quasi die anderen. Und deswegen kommt es auch darauf, dass die als reaktionäre Bewegung, jetzt sozusagen verallgemeinert gesagt, ja auch nicht das Problem damit haben, dass es irgendwie staatliche Zwänge gibt. Und sie wollen ja auch den Staat nicht abschaffen oder irgendwie die Gesellschaft nicht abschaffen, sondern sie haben halt ein spezifisches Problem damit, weil sie sich quasi nicht hereinreden lassen wollen, wie sie quasi ihren Körper bzw. ihr Weltbild und ihre eigene Herrschaft auch ein Stück weit über den Körper, über die Familie und so weiter und über sich selbst, wie sie das auszuleben haben. Und da wollen sie halt nicht, dass der Staat da sich einmischt und ihnen diese Form der Freiheit wegnimmt, sondern sie wollen das eben selber entscheiden, während andere Zwänge in Ordnung sind und sie gleichzeitig auch sagen, wir wollen anerkannt werden, wir wollen als Anthroposophen quasi eingeladen werden in die STIKO, wir wollen im Expertenrat sitzen, wir wollen eine Universität haben und da eben mit hier bestimmen, was läuft. Und diese Impfpflicht ist quasi gegen uns und so richtet sich quasi gegen uns und für alles, was wir stehen und unsere Macht in der Gesellschaft auch. Okay, du hast ja auch gerade dann schon angesprochen, also aktuell gibt es ja eine verstärkte Debatte um die Impfpflicht. Sie soll jetzt kommen im März für medizinisches Personal. Ob es eine allgemeine Impfpflicht gibt, wird gerade ja, in der Politik, in der parlamentarischen Politik diskutiert. Wie bewertest du diese Debatte? Ja, also was sozusagen diese Impfpflichtdebatte angeht, also ich bin ja schon froh, dass da in dem Sinne jetzt nichts mehr, also sozusagen jetzt nichts mitzureden habe. Einfach deshalb, weil wenn die Impfpflicht jetzt nicht kommt, ist es eine absolute Katastrophe, muss ich sagen. Das wäre halt, wie diese ganze Pandemiepolitik bis jetzt gelaufen ist, dass man die ganze Zeit sagt, ja, wir müssen uns alle impfen lassen, aber auch doch nicht, weil es gibt ja Gewissensfreiheit. Das wäre so exakt teilweise, was am Anfang der Impfung gesagt wurde, war eigentlich nur das, was dieses englische Gericht im 19. Jahrhundert gesagt hat, beziehungsweise die Schiedskommission. Also Gewissensfreiheit, und das sei ja auch ein totaler Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung, während eben Lohnarbeit das natürlich nicht ist und so weiter. Dieses Argument wurde immer wieder gekeult, dann hat man gesagt, oh, Impfpflicht müssen wir jetzt doch mal machen, weil sich die Deutschen gar nicht vernünftigerweise alle impfen lassen. Und wenn man sozusagen jetzt wieder, glaube ich, zurückkommt und das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen lässt, wie ja schon passiert ist mit Markus Söder, der sagt, er setzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht um und jetzt setzt er sie doch wieder um, zeigt das ja eigentlich nur, dass die ImpfgegnerInnen, die ja durchaus sagen, in der Hinsicht, also die ja darauf bauen, dass Leute sagen, wir wenden uns euch als Autoritäten zu, in der Hinsicht völlig bestätigt werden, und völlig dieses ganz katastrophale Pandemie-Management, die auch Impfgegnern eigentlich sozusagen nur bestätigen kann, dass es zum einen dem Staat nicht zu vertrauen ist, dass man gleichzeitig aber sozusagen alternative Erklärungsmodelle, wie das alles funktioniert, dass man denen durchaus vertrauen kann, die ja auch sozusagen Autoritäten darstellen, und dass sich diese reaktionäre Bewegung immer weiter gegen den Staat durchsetzen kann. Das heißt jetzt nicht, dass es sozusagen, wie gesagt, wir haben da nichts dran zu entscheiden, dass ich deswegen mich auf die Straße stelle und für eine Impfpflicht demonstriere. Aber das bedeutet doch, dass quasi dieses, und es war irgendwie ein Stück weit absehbar, auch dass man im Bundestag zum Beispiel sagt, einrichtungsbezogene Impfpflicht, klar, das ziehen wir durch. Impfpflicht für alle Leute, ja, das ist eine Gewissensentscheidung. Weil das könnte ja vielleicht doch ein bisschen mehr Leute betreffen, als die PflegerInnen, die zu über 90% geimpft sind, wo man relativ easy und fast schon symbolpolitisch, muss man sagen konnte, haben wir jetzt mal was gemacht. Genau, während eben allgemeine Impfpflicht allein diese gruppenübergreifenden Anträge, dass man sozusagen als Regierung auch bloß nicht die Verantwortung dafür übernehmen muss, dass man das mal durchsetzt, sondern dass man sagt, ja gut, da kann ja der Kubicki seine Sache machen und da kann die Sarah Wagenknecht dann dabei mitmachen und dann können die Grünen, die sozusagen auch so das Pandemie-Management Oberverantwortlichen sind, sagen, warum eine Impfpflicht unbedingt sein muss, mit diesen Argumenten mit, es geht um Solidarität und wir schützen die andere und so weiter und die SPD kann es dann enthalten oder so. Also das ist ja sozusagen absolute politische Verantwortungslosigkeit, die natürlich
irgendwie ihre Erklärung darin hat. Eben zum Beispiel, dass es hier ein starkes Milieu scheinbar der Impfgegnerschaft sich neu gebildet hat, neu formiert hat und die da sich nicht mit anlegen wollen. Es kann auch daran liegen, dass der Staat so runtergewirtschaftet ist, dass die Gesundheitsämter ohnehin keine Lust haben, keine Zeit haben, keine Möglichkeit haben, irgendwas davon zu kontrollieren. Und dass man dann sagt, naja, bevor wir das ein endgültiges Chaos haben, machen wir es lieber nicht. Genau, das liegt aber natürlich auch daran, dass die PolitikerInnen sozusagen auch keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, sondern jetzt einfach die Hoffnung haben, dass die Corona-Pandemie schon abebbt. Außer eben so ein paar Technokraten wie Karl Lauterbach, die wissen, dass Corona nicht vorbei ist, sozusagen, oder die erwarten, dass es weitergehen kann, aber die haben ja auch keinen politischen Gestaltungsspielraum. Es wird ja oft darauf verwiesen, dass Lauterbach immer so für Klinikschließung ist. Das macht er ja nicht, weil er irgendwie per se ein böser Mensch ist, sondern einfach, weil er so ein harter Technokrat ist, dem es auch nicht unbedingt um die Allgemeinversorgung der Gesamtbevölkerung geht, sondern um den quasi um den Gesundheitsstatus. Und da kann man natürlich sagen, müssen die Leute ein bisschen mehr leiden, aber dafür ist das System insgesamt effizienter. Genau, und deswegen glaube ich, dass das halt statt einem, also die Alternative wäre ja auch aus einer bürgerlichen Politik, die vielleicht ein bisschen so einen demokratischen Gestaltungsspielraum sich selbst hätte nehmen können, wäre ja gewesen, deutlich zu machen, es werden ja alle geimpft. Und natürlich ist jetzt Bremen auch nicht das rot-rot-grüne Paradies, das würde ich nicht behaupten. Aber sozusagen, da hat man ja gesehen, dass man zumindest einen Pol der Impfgegnerschaft, und zwar der neben dem reaktionären Milieu als Impfskepsis tatsächlich existiert. Und zwar Leute, die auch völlig zu Recht, die nicht zum staatlichen Eliten gehören und auch nicht zum Kleinbürgertum oder zur gehobenen Mittelschicht oder wie man das nennt, sondern Leute, die wirklich keinem Arzt vertrauen können und es sozusagen auch völlig berechtigterweise irgendwie Ordnungsamt, Polizei und sowas absolut kritisch gegenüberstehen und jeder staatlichen Autorität, weil sie quasi marginalisiert sind in vielfacher Hinsicht, dass man da durchaus ja mit sozialer Arbeit reden kann und dazu sorgen kann, dass sie sich natürlich impfen lassen, weil sie ja keine ideologischen, also nicht per se eine ideologische Differenz dazu haben und sich quasi als die das alternative Bollwerk gegen empirische Wissenschaft stellen. Genau, aber es wurde ja nie gemacht. Also das ist ja wie vielfach beklagt, Luftfilter und so weiter. Das ist ja bei der Impfkampagne ganz genauso. Zum Beispiel eben, dass die Impfzentren jetzt wieder geschlossen werden, damit man auch ja darauf angewiesen ist, zu seinem Arzt zu gehen, der vielleicht auch esoterischer Impfverweigerer ist und damit gar nicht mehr in Impfung kommt. Genau, du hast jetzt schon super viel ausgeholt. Ich muss mal gucken. Genau, also was ja auch immer gesagt wird, antifaschistischen Gruppen, die gegen die verschwörungsideologischen Aufmärsche im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Maßnahmen mobilisieren. Also auch wir kriegen halt oft den Vorwurf, dass wir staatsaffine Positionen vertreten. Wie bewertest du das? Also muss ich irgendwie, also oft wird ja dann aus so einer bestimmten politischen Ecke dann gesagt, so okay, ich muss praktisch immer gegen die staatliche Position agieren. Also wie würdest du sagen, sollten wir uns hier verhalten? Ich würde sagen, ich glaube, also es kommt natürlich darauf an. Also wenn man, je nachdem, was für eine Position, also manche Positionen ergeben mehr Sinn als andere, will ich damit sagen. Also wenn man zum Beispiel aus einer anarchistischen Position heraus sagt, quasi staatliche Gewalt ist quasi an sich zu bekämpfen, ist natürlich die Möglichkeit, ein katastrophales Pandemie-Management zu attackieren, eine Möglichkeit dazu. Die Frage ist, ob man das will und ob sozusagen das für zu irgendwas Gutem führt. Aber das ist ein bisschen die Frage. Ich glaube, viele andere Linke, die das vertreten, erinnern mich so ein bisschen an Eugen Düring. Nicht, dass ich ihnen jetzt einen Antisemitismusvorwurf machen möchte per se, sondern dass sie, Düring hat ja auch zu Marx gesagt, dass der quasi Staat und System vertritt, weil der diesen Fortschrittsgedanken da drin hat im Marxismus und diesen klassentheoretischen Gedanken, wo er sagt, naja, das spaltet das Volk und das ist sozusagen nicht systemoppositionell, weil systemoppositionell ist quasi meine an sich total rechte Richtung. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch schwierig, seine eigene Position davon abhängig zu machen, wie man sich zum System stellt, wäre vielleicht irgendwie meine Anmerkung dazu. Natürlich gibt es bei antifaschistischen Demonstrationen und je nachdem, was das Ziel ist, will man mehr sein als die Querdenker, will man irgendwie eine eigene Message setzen, will man quasi dafür sorgen, dass sie einfach nicht laufen, quasi über Blockaden und anderes. Das sind ja unterschiedliche Ziele. Wenn man mehr sein will, ist es ja auch durchaus so, dass man sagt, es ist schon ein bisschen absurd, dass man quasi
sagt, hier, ihr Querdenker, ihr stellt ja gar nicht richtig die soziale Frage, ihr seid einfach nur reaktionäre Egoisten, das stimmt. Und dann gleichzeitig natürlich mit Leuten, die die soziale Frage auch nicht stellen, da unterwegs ist. Also mit, sage ich mal, man sagt denen, ihr seid reaktionäre Egoisten und es steht dann mit dem Bezirksbürgermeister da, der vielleicht irgendwie ein neoliberaler Typ ist. So. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber das ändert ja überhaupt nichts daran, dass, also sozusagen, das macht ja die Position der Corona-Leugner nicht valider. Also quasi die Fehler der Linken und die Frage, wie man es zum Staat verhält, macht ja die Position, irgendwie gegen das Pandemie-Management zu sein und Querdenker laufen zu lassen, oder gegen überhaupt ein Pandemie-Management zu sein und Querdenker laufen zu lassen, überhaupt nicht valider. Ich glaube, dass in der gesellschaftlichen, so zugespitzten Debatte liegt das Problem einer politischen radikalen Linken oder generell einer politischen Linken, merkt man ja auch bei der Linken als Partei auf jeden Fall sehr stark, besteht das Problem durchaus, dass die zugespitzte Debatte ja durchaus ist, auf der einen Seite Querdenker, die quasi Freiheit, System, Opposition und so weiter in den Raum schreien, obwohl sie da was ganz anderes meinen. Und auf der anderen Seite natürlich ein Stück weit der Status quo steht, der besagt, Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister und sagt, diese Pandemie ist ernst zu nehmen. Wie genau, das kann ich euch leider nicht sagen, das ist Ländersache, aber das ist auf jeden Fall echt und Bill Gates will euch nicht mit Elektrochips zu Zombies machen. Also sozusagen, aber das ist natürlich, sind natürlich beides Positionen, die ein Stück in ihrer Form nicht für uns irgendwie handhabbar sind, die auch eine menschenfeindliche Seite haben. Aber trotzdem ist es natürlich so, und natürlich ist es so, wenn man quasi gegen Querdenker und so weiter demonstriert, wird es oft so wahrgenommen, auch von Leuten, die damit nichts zu tun haben, dass man sozusagen den Status quo verteidigt. Aber das ist ja generell, glaube ich, das Problem bei Antifaschismus im Allgemeinen. Auch quasi der Staat, zumindest sozusagen die Bundesrepublik, hat ja auch ein Problem damit, wenn die NPD hier überall durchmarschiert, randaliert, Leute umbringt und so weiter. Trotzdem ist es ja aber richtig, sich irgendwie Neonazis in den Weg zu stellen. Man kann ihm sozusagen dem Staat auch vorwerfen, dass sie nicht genug gegen Neonazis macht oder gerade irgendwie rassistische Attentate geschehen lässt. Aber das sozusagen wird ja im Zweifelsfall auch nicht unbedingt so wahrgenommen. Am Ende kommt trotzdem der Vorwurf, irgendwie man exekutiert hier quasi eine staatliche Politik, der nicht will, dass so viele Neonazis irgendwie sein Image beschmutzen. Aber dieses Problem gibt es ja immer und das finde ich tatsächlich auch fragwürdig, das quasi bei der Corona-Pandemie als das Argument herauszuheben. Genau, und deswegen halte ich eher nichts von dem Einwand. Natürlich als konkrete Manöverkritik gegen einzelne Proteste ist es völlig legitim. Also dass man sagt, okay, ihr solltet nicht irgendwie einfach nur euch auf neoliberale Sachen positiv beziehen, sondern das sollte irgendwie regierungskritisch sein, auch wenn davon wahrscheinlich wenig wahrgenommen wird. Aber insgesamt zu sagen, ja, aber dann stellt ihr euch ja für den Staat, kann man wirklich bei jeder Form von Antifaschismus sagen. Und da muss man entweder warten, bis man ausreichend politische Macht hat, sowohl die einen als auch die anderen zu bekämpfen, was quasi schwierig ist, wenn man vorher sich nicht rührt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite müsste man dann, würde ich tatsächlich mal erwarten, dass sozusagen in der Debatte auch konkrete Vorschläge gemacht werden, wie man verhindert, dass sich quasi immer mehr Leute quasi nicht an, also sozusagen sich selbst in Gefahr bringen, anderen in Gefahr bringen, einfach Corona-Leugner sind und selbst ja auch antisemitische und verschiedene andere menschenfeindliche Positionen in den öffentlichen Raum tragen. Und da ist ja selten der Vorschlag ignorieren, sondern manche gehen ja sogar so weit, dass sie sagen, aus strategischen Gründen müsste man jetzt das staatsfeindliche Ressentiment dort nutzen und links umdrehen. Und ich glaube, das ist aber noch nie passiert. Ja, das ist vermutlich dann auch schwierig so, ne, wenn die Leute schon so weit sich entwickelt haben. Genau, also ich wäre jetzt mit meinen Fragen fast durch. Vielleicht möchtest du zum Abschluss nochmal sagen, was jetzt so deine Haltung dazu ist, wie man mit der aktuellen Formierung von den Impfgegnern und Impfgegnerinnen umgehen sollte. Also einmal mit der Szene, die sich da um die Demonstration herum gebildet hat, vielleicht auch im privaten Umfeld, im politischen Umfeld von Leuten, die vielleicht einen komischen Turn gemacht haben. Also genau. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir dann gleich Fragen sammeln. Ihr könnt im Chat unten auf den Link gehen. Dort könnt ihr eure Fragen an Lukas stellen und dann können wir die im Anschluss noch in der Diskussion beantworten. Genau. Da vielleicht. Ich glaube, es mit dem Privaten finde ich, deswegen fange ich damit an, finde ich, glaube ich, fast am schwierigsten. Ich glaube, man sieht ja auch irgendwie ein Stück weit die Fragmentierung in der Gesellschaft. Auch ein Stück weit daran, dass ich tatsächlich, glaube ich,
eine Person kenne, die, glaube ich, nicht geimpft ist. Und sozusagen mir das auch nur sehr schwer erklären kann. Also ich sage mal so, ich kann mir leichter erklären, dass, dass eine Anthroposophin sich nicht impfen lässt. Das ist ja relativ klar, ist ideologisch klar. Glaubt halt nicht an Medizin, weil es ist alles Teufelszeug, so ganz platt gesagt. Das kann ich mir irgendwie leichter erklären als irgendwie mein Nachbar, der es nicht impfen lässt und quasi jetzt nicht irgendwie ideologisch da irgendwo drin ist oder sowas, sondern einfach irgendwie aus verschiedenen Gründen, natürlich auch ein bisschen Impfgegenargumentation, gemischt mit so einem institutionellen Misstrauen, was ich ja sehr, sehr legitim finde. Genau, das finde ich deutlich schwieriger. Ich glaube, man muss... Es bringt nichts, seine eigenen Positionen, also immer diese Konkurrenz darum, wer, was ich jetzt ein bisschen selbst aufgemacht habe, wer quasi oppositioneller ist, also zu sagen, ihr tut so, also da habt ihr dieses mit den Pharmakonzernen und so weiter und ihr seid doch total pharmahörig und eigentlich damit Ausdruck irgendwie Agenten der Elite und so weiter. Da bringt es, glaube ich, nichts zu sagen, dass wir irgendwie viel kritischer sind, weil wir das mit dem Kapitalismus verstanden haben oder so, sondern das ist schon wichtig zu sagen, okay, also immer darauf zu kommen, okay, was ist denn die Folge daraus? Also deswegen lässt du dich quasi mit dem Impfstoff, der total, also extrem unproblematisch ist, nicht impfen, weil du quasi hier dieses institutionelle Misstrauen hat. Und dann scheint es mir auch legitim und sinnvoll, verschiedene andere Vergleiche zu ziehen und deutlich zu machen, okay, wo stehen denn diese Querdenker in verschiedenen gesellschaftlichen Zerwürfnissen und wo wäre es denn deutlich menschenfreundlicher und besser, sich hinzustellen? Genau, und ich glaube, privaten Kontext, aber ich glaube, das bestreitet auch niemand großartig, ist, wenn die Person jetzt nicht gerade sozusagen in diesen reaktionären Ideologien schon absolut abgetaucht ist, sondern einfach aus verschiedenen Gründen sich nicht impfen lässt, ist natürlich sehr legitim, das alles sehr, sehr ausdauernd, je ausdauernd man, so ausdauernd man es eben kann, auszudiskutieren und versuchen darzustellen. Genau, politisch bin ich quasi Anhänger davon, dass man möglichst ihnen keinen Millimeter gibt. Es ist ja auch ein bisschen absurd, dass man quasi auch deutlich weniger Gegenprotest mobilisiert kriegt gegen Querdenker als gegen quasi offene Nazis, obwohl quasi, und die sind jetzt auch keine offenen Nazis so, aber sozusagen durchaus als reaktionäre rechte Bewegung hier unterwegs sind und auch eine entsprechende Gefahr darstellen. Und da würde ich schon sagen, natürlich sind Gegenproteste mit einem Mittel. Aber sozusagen auch ohne... Also ohne sozusagen einfach das mit Anti-Nazi-Aufmärschen gleichzusetzen, aber prinzipiell sollte man auf jeden Fall gegen demonstrieren, blockieren und so weiter, sie nicht weiterkommen zu lassen. Und sonst ist es politisch natürlich so, und das ist ja immer das Problem, wir können die irgendwie bekämpfen, aber gleichzeitig ist natürlich auch so der Punkt, es muss eine Gesellschaft ja geschaffen werden, wo Leute ohne Probleme, ohne irgendeine Notwendigkeit für institutionelles Misstrauen zum Arzt gehen können, sich zum Arzt gehen wollen, sich impfen lassen wollen, weil das halt das Vernünftigste ist. Wo es eben nicht immer diesen doppelten Charakter hat mit, unsere Impfungen sind vernünftig und wir beenden die Pandemie nur über Impfungen, aber es gibt Impfpatente, also werden wir die Pandemie einfach nicht beenden mit Impfstoffen, weil immer neue Varianten auftauchen. Und natürlich ist es sinnvoll, dann vernünftig eingerichtetes Gesellschaft zu haben oder sich auf den Weg zu machen. Man kann ja auch sagen, für offene Impfzentren streiten, für Leute, die rumgehen und das erklären, streiten, für irgendwie eine gute Krankenversorgung und gegen Fallpauschalen und sowas sich einzusetzen. Das sind ja alles Sachen, die ein bisschen klein sind und die sind ja auch sozusagen im bürgerlichen Staat möglich. Zumindest gibt es bürgerliche Staaten, die das haben. Genau. Und ich glaube, das sind so ein bisschen, man sollte natürlich diesen Einsatz für irgendwie eine bessere soziale Situation dann mitdenken. Bei den Querdenkerprotesten wird es, glaube ich, nicht den Unterschied machen, aber ich glaube, es ist wichtig, um vielleicht andere mitdemonstrierende, antifaschistisch orientierte Leute dahin zu kriegen, auch in anderen Kämpfen teilzunehmen. Genau, und ich glaube, sonst, ein letzter Satz dazu, sonst ist es auch wichtig, und das finde ich auch tatsächlich wichtig, dass man so ein Stück weit die Querdenker auch nicht damit davonkommen lässt. Also es sind halt unglaublich viele Profs, die, wenn sie jetzt, sage ich mal, bei einer ähnlich menschenfeindlichen Veranstaltung vor 2 Jahren gesprochen hätten, tatsächlich vielleicht mal Ärger bekommen hätten, vielleicht sogar das Amt enthoben werden, aber jetzt gibt es ja sozusagen einige, die da wirklich krassestes und man muss eigentlich sagen, wahnhaftestes Zeug irgendwie verteilen, erzählen zu Corona-Impfung und so weiter. Und die werden von der bürgerlichen Gesellschaft mit Kusshand wieder akzeptiert, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte. Und das ist eigentlich nichts, was zu akzeptieren ist, weil sie sozusagen ja trotzdem ihre Netzwerke weiter ausbauen damit. Und ich glaube, das wäre so ein Punkt. Jetzt bin ich auch eben noch an der Uni und in der Uni eher aktiv.
wo man auf jeden Fall sagen muss, nee, ihr kommt hier nicht einfach weg und in euren Hörsaal zurück, wenn ihr irgendwie die letzten 3 Jahre Corona geleugnet habt und antisemitischen Mist verzapft habt und jetzt so tut, als wäre nichts gewesen. Okay, dann vielen Dank. Ich weiß übrigens nicht, ob das bei allen so ist, aber bei mir bist du gerade weg im Bild. Okay, dann liegt es an dem Laptop hier. Okay, ich würde mal gucken, was für Fragen im Chat gekommen sind. Einen Moment. Genau, also eine Frage wäre halt, ob es in der Impfpolitik von sozialistischen Staaten im Vergleich zu bürgerlichen Staaten erkennbare Unterschiede gibt. Also ob du dazu was weißt. Ich glaube, das ist sozusagen teilweise, also ein Hinweis darauf habe ich, glaube ich, schon dann gegeben, dass ich gesagt habe, dass in Ostdeutschland die Impfquote insgesamt deutlich höher ist. Außer bei Corona-Impfungen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass quasi es in Ostdeutschland vorher ein anderes System gab. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese verschiedenen Sachen, dass zum Beispiel die Masernimpfungsquote ein bisschen runtergegangen ist, natürlich auch im Westen ein relativ neues Phänomen war. Also ich weiß, meine Eltern erzählen immer, naja, wieso, also irgendwie Polio-Impfung, Masernimpfung, da kam einfach jemand vorbei und dann wurde das halt gemacht. Was jetzt sozusagen auch ein Stück weit, da steckt ja auch ein Stück weit Gewalt hinter, deswegen ist das jetzt nicht das beste Beispiel der Zeiten, aber es zeigt quasi, es wurde einfach als selbstverständlich angesehen, sich impfen zu lassen. Das finde ich sehr vernünftig und sehr richtig. Das heißt, es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die historische oder auf das, die Dekade auf jeden Fall an. Es ist auf jeden Fall so, dass in der DDR dafür gesorgt wurde, dass quasi sich haben alle impfen lassen mit einer quasi Impfpflicht, die auch einen anderen Anspruch ausdrückt. Der Anspruch war natürlich irgendwie, hier tanzt niemand aus der Reihe, deswegen ist es ja auch eine Diktatur. Aber quasi bei den Impfungen bedeutet es natürlich auch, wir sorgen dafür, dass alle geimpft werden. Und bezogen auf die Sowjetunion haben wir das auch in Gebieten, wo die ja früher irgendwie kolonialistisch verwaltet wurden, wenn man zum Beispiel an Zentralasien denkt, wo dann ja parallel zu dem Aufbau von Schwerindustrie auch eben gesagt wurde, der ganze medizinische Standard soll dahin kommen. Das war durchaus auch, glaube ich, verbunden mit irgendwie nationalistischen Positionen, gerade und autoritären Positionen, dass man gesagt hat, so, das wird jetzt ja alles so gemacht, wie wir quasi aus der Zentrale das wollen. Aber zumindest in dem der Vorstellung, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, die im Realsozialismus so eskalativ das teilweise war. Anders war halt, okay, es gibt halt diese Impfpflicht oder beziehungsweise es wird halt geimpft quasi und das bedeutet auch nicht, dass man irgendwelche Gründe hat, warum welche Leute nicht geimpft werden. Genau. Und in den 60ern zum Beispiel, deswegen wollte ich das ein bisschen relativieren, gab es ja generell von den Vereinten Nationen, wo Sowjetunion und USA ja sogar zusammengearbeitet haben, ja diese weltweite Impfaktion, ich glaube, zur Ausrottung der Pocken, dann Polio sehr eingeschränkt, Tuberkulose sehr eingeschränkt. Und da war es natürlich auch so, dass in den USA alle gesagt haben, weniger im eigenen Land, es werden ja alle geimpft, sondern da war es wahrscheinlich, soweit ich weiß, ähnlich wie in Westdeutschland, sondern aber gesagt wurde, okay, es ist möglich, jetzt werden ja auch von den UN immer Millenniumsziele noch ausgegeben und Entwicklungsziele, an die sich aber niemand hält. Und da war es aber durchaus so, dass gesagt wurde, es ist möglich, über diese relativ einfache technische Maßnahme eben quasi verschiedene Krankheiten auszurotten. Und das ist ja mit einigen Krankheiten auch geschehen. Und es wäre natürlich auch mit mehr Krankheiten möglich, als es jetzt gemacht wird. Genau, und ich glaube, das hängt so ein bisschen, genau, es ist historisch an der Epoche festgemacht, aber sozusagen Sozialismus diesen anderen Anspruch. Zum Beispiel vielleicht ein Satz dazu, dass in vielen Kolonialstaaten, also quasi in westlichen Kolonialstaaten, wurde zwar, wird ja auch immer positiv erwähnt, von irgendwelchen rassistischen KolonialismusbefürworterInnen, dass da ja auch geimpft wurde sozusagen, aber irgendwie flächendeckend mit dem Ziel, irgendwie alle Leute zu immunisieren, ist das nicht passiert. Sondern es war mehr so durchaus im Rahmen von wir beherrschen euch jetzt und kommen vielleicht mal ins Dorf und impfen alle, aber nicht eben als flächendeckende Maßnahme. Genau. Okay.
Okay, die nächste Frage, die hier steht, ist, was sagst du zu dem Argument gegen die Impfpflicht, dass diese in der geplanten Umsetzung arme Menschen halt viel mehr trifft, aufgrund der nicht gestaffelten Bußgelder und der Planung zur Streichung von Arbeitslosengeld? Ja, ich glaube generell ist ja, also das ist ja ein berechtigtes Argument gegen die Impfpflicht, würde ich sagen, dass man sagt, okay, was ist die Durchsetzung? Allein das ist ja ein Stück weit auch ein Problem, was sich gesellschaftlich auch dazu führen wird, dass eben die Impfquote nicht höher geht, dass man halt erstmal, also quasi wir in so einer Diskussion sind, dass Leute erstmal sagen, ja, was denn, wenn die Leute aufgrund ihrer Gewissensfreiheit sich doch nicht impfen lassen wollen? Also das ist ja so ein bisschen eine Fortsetzung davon, dass sich einfach nie davon ausgegangen wurde, dass sich alle impfen lassen, wie es beispielsweise in anderen Ländern ja unproblematisch funktioniert hat, also wo wir da eben Impfquoten von über 90% haben. Genau, das Argument mit den Arbeitsrechten und auch der sozialen Staffelung finde ich völlig berechtigt. Es ist aber natürlich auch, da muss man sagen, das betrifft ja auch nicht nur die Impfpflicht. Das ist ja nicht, was jetzt das Problem, dass Leute in den Knast müssen, weil sie irgendwie ihr Ticket nicht bezahlen oder sowas oder bezahlen können. Ist ja jetzt nichts, was mit der Impfpflicht gekommen wäre. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das ein spezifisches Argument gegen die Impfpflicht per se sein muss, sein kann. Wenn das sozusagen das ist, was der Staat bei jeder Gelegenheit macht, Bußgelder nicht staffeln, quasi Leute ins Gefängnis stecken, wenn sie das Geld nicht haben, also Ersatz, Freiheitsstrafe. Genau, an sich natürlich muss man das bekämpfen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die Impfpflicht quasi im Bundestag sitzen und darüber abstimmen oder die ein Gesetz zur Impfpflicht schreiben, sondern ich glaube, man muss aber, oder deswegen würde ich betonen, dass man das Gesetz natürlich kritisieren muss, weil eben der Staat es durchaus nach unsozialen, rassistischen Kriterien wahrscheinlich auch durchaus durchsetzen wird, wer wird kontrolliert, wer nicht. Also jetzt nur sozusagen Beispiele genommen, sind wahrscheinlich viele Sachen, die noch zu nennen wären, warum der Staat das schlecht machen wird. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Impfpflicht nicht die Erfindung dieses ganzen Unrechts ist, sondern quasi nur ein quasi Instrument, was was anderes bewirken soll, wo der Staat seine ganz normalen Maßnahmen halt durchsetzt. Okay, Moment. Okay, hier ist noch eine Frage. Gibt es bei sehr frühen Impfgegnern einen christlichen Hintergrund dahingehend, dass der Tod durch Selbstinfektion als Selbstmord verboten wäre, wohingegen Tod durch Infektion Gottes Willen wäre? Also das Argument kenne ich tatsächlich nur von Kant, aber eben nicht religiös, sondern dieses, er hat ja einfach den das Selbstmordverbot. Also ein Stück weit natürlich auch religiös, weil sozusagen seine irgendwie Kardinalswahrheiten, das ist ja eins davon drin, dass Gott existiert und Gott nicht will, dass wir uns selbst umbringen und deswegen ist es sozusagen Pflicht für alle. Aber sozusagen auch so ein Selbstschädigungsverbot. Und da ist genau das drin, eben natürlich sterben, okay. Tod durch Impfung wäre quasi Selbstmord, exakt genau in der Form. Religiös weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe mich mehr eben mit so dieser völkischen Bewegung beschäftigt. Neben der Anthroposophie gibt es ja dann auch noch die Ariosophie, also quasi die Lehre der Arier, sozusagen was so eine völkische Pseudoreligion oder an sich ist auch eine Religion war, die auch quasi gegen Impfung waren. Aber da ging es weniger um die Selbstmord, quasi natürliche Sterbenvariante. Was sich natürlich ein Stück weit immer darin wiederfindet, wenn man sagt, die Leute wären ja eh gestorben, dann ist ja eigentlich dasselbe drin, dass man sagt, natürlicher Tod ist in Ordnung. Also Leute sterben an Corona, eine Person ist 80, naja, die wäre ja eh bald gestorben. Das ist ja an sich schon auch eine Modifikation davon. Aber bei dieser Ariosophie, wo ja auch christliche Sachen und viel Antisemitismus und eben völkische Esoterik quasi mit reinspielen, kommt das, glaube ich, nicht unbedingt vor, sondern es wird einfach gesagt, man soll seinem Körper kein Gift zuführen. Dass sozusagen das als Fremdkörper, was ja auch darauf hinweist, dass man sagt, oh nein, mein Anspruch, hier selbst zu herrschen und frei zu sein, in der Hinsicht wird angegriffen, dadurch, dass ich mir was in deinen Körper reinspritzen soll, was ich nicht will. Das kommt da, spielt da, glaube ich, eine deutlich größere Rolle. Okay, die nächste Frage ist hier, folgt Mensch den Thesen den insurrektionalistischen Thesen von Online-Zeitschriften wie Zündlupen, Fernweh in der Tat oder Kanaille, sind an der Corona-Pandemie die Zivilisation, die Urbanisierung und die Mobilität schuld. Medizin mache Menschen abhängig und stünde der Freiheit im Wege. In diesem Zusammenhang werden auch gerne die staatlichen Anti-Covid-19-Maßnahmen
teilweise als Ermächtigungsgesetze oder als Faschismus definiert. Was sagst du dazu? Na, ich glaube gerade, quasi erstmal der moralische Punkt sozusagen, gerade mit Ermächtigungsgesetz ist natürlich, ich finde sozusagen die Bewertung, die oft kommt, empört kommt und die durchaus teilen, die sagt, das ist halt irgendwie geschichtsrevisionistisch. Aber trotzdem kann man ja auch, glaube ich, wäre das andere Argument auch ein historisches Argument, und zwar, dass, genau, unabhängig jetzt sozusagen von der Frage, dass eigentlich nicht also irgendwelche Vergleiche zu diesen Gesetzen, irgendwie mit Ermächtigungsgesetz ja schon immer eben oft eben so einen total verharmlosenden Touch haben oder beziehungsweise einen total verharmlosen Inhalt, wäre mein Vergleich auch so, dass das Ermächtigungsgesetz von 1933 ja auch einen ganz anderen Inhalt und eine ganz andere Zielrichtung hatte. Das eine war quasi irgendwie die Diktatur der Nazis wird quasi errichtet und alle Opposition wird ausgeschaltet und quasi Vorbereitung zum an sich Krieg, Völkermord und so weiter durch eben einen Führerstaat, der damit errichtet werden soll. Und dass die Covid-Gesetze, wie schlimm man sie findet, haben einen ganz anderen Hintergrund. Also quasi, die zielen ja gar nicht darauf ab, dass sozusagen eine Person, dass sozusagen politische Opposition ausgeschaltet wird, sondern die zielen ja darauf ab, dass alle Leute eben bestimmte Corona-Kontaktbeschränkungen und so weiter einhalten, dass irgendwie Gastronomie nicht mehr aufmacht, dass ab einer Inzidenz von inzwischen irgendwie über 1500 oder weiß was ich, darf man bestimmte Sachen nicht mehr. Das hat ja sozusagen ganz, also das ist ja ein Gesetz, was auf die Gesellschaft zielt. Genau, und das Ermächtigungsgesetz sollte ja schlicht quasi jede Form von Opposition ausschalten und hat ja sozusagen einen ganz anderen politischen Charakter. Und deswegen ist es ja auch so, dass vom Ermächtigungsgesetz hat jetzt irgendwie so ein deutscher Fabrikeigentümer oder Gastronom oder was weiß ich, solange er kein Kommunist, Sozialdemokrat war, erstmal oder dann später nicht verfolgt wurde, erstmal ja überhaupt nichts zu befürchten, sondern sitzt halt da und denkt sich, naja gut, endlich ist mal diese Republik aufgeräumt. Und dann ist ja auch nicht mehr viel mit Gegendemonstrieren. So, und genau deswegen ist sein Vergleich einfach widersinnig. Man will mit diesem Vergleich einfach nur sagen, dass es maximal böse ist und verharmlost damit aber den NS, würde ich sagen. Und generell diese Zivilisationsfrage, das finde ich auch schon ganz spannend. Ist natürlich, würde ich sagen, Quatsch, weil es natürlich auch irgendwie die Pest im Mittelalter gab. Und das lag jetzt ehrlich gesagt nicht daran, dass sie so wahnsinnig große moderne Medizin hatten. Aber im 14. Jahrhundert sind in manchen italienischen Metropolen, denk mal Mailand, Venedig, halt irgendwie die Hälfte der Bevölkerung verstorben, an der Pest sozusagen. Und das lag, wie gesagt, nicht an hoher sozialer Mobilität. Es lag natürlich daran, dass sie in Städten waren. Aber auch, das ging ja bis zum heutigen Brandenburg, quasi die Pestepidemie und auch darüber hinaus. Und nur in sehr, sehr dünn besiedelten Gegenden sind halt nur 10% gestorben. Das heißt, natürlich ist Corona nicht die Pest und das ist auch sehr gut so. Aber irgendwie die Vorstellung, dass die Natur uns nicht alle umbringt, wenn wir nur einen Einklang mit ihr bringen, müssten die Leute dann sagen, wie dünn besiedelt darf es denn sein? Also irgendwie 5 Leute auf der Gegend, auf dem Gegend des heutigen Deutschland wäre so ungefähr das, was sozusagen wirklich pestgeschützt ist. Aber dann wird man vielleicht von Wölfen oder Bären gefressen. Genau, von daher ist natürlich richtig, dass die Argumente irgendwie keine wirklichen Argumente sind, sondern es ist mehr natürlich auf einer Ebene von Feindbestimmung, dass man quasi und dem Versuch, sozusagen möglichst allem kritisch gegenüberzustehen, was in dem Fall aber, glaube ich, in so ein antimodernes ja, Vorurteil irgendwie kippt. Genau, es ist natürlich so, dass das, glaube ich, eher marginal ist, also diese Variante, hoffe ich. Und dass man da durchaus auch, glaube ich, vielleicht mit irgendwie historischen Argumenten ja auch was erreichen kann. Okay, es gibt hier noch drei Fragen. Ich würde die einfach noch mal runtergehen. Einmal, würdest du sagen, die Rechten haben sich nicht, wie oft behauptet, den heutigen ImpfgegnerInnen angeschlossen oder sind aufgesprungen, sondern sind aus ihrem ideologischen Hintergrund immer schon ein Teil der ImpfgegnerInnenbewegung? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das passt sehr gut zu Rechten. Wie gesagt, sie haben natürlich teilweise auch eine strategische Frage, wie ja durchaus, also wie Linke ja durchaus auch.
denken ja auch Rechte durchaus strategisch, ob das jetzt Sinn macht, damit zu machen oder sowas. Und diese Frage, wie man sich zum Staat zum Beispiel verhält aus linker Perspektive, ist ja auch teilweise eine strategische Frage, wenn man sie richtig stellt, würde ich sagen. Aber quasi zurück zu den Rechten. Natürlich gucken sie teilweise, man denke irgendwie an so rechte Vordenker, in Anführungsstrichen, wie Götz Kubitschek, Institut für Staatspolitik, die erstmal auch sagen, ach, irgendwie Corona-Leugner sind alles Verrückte so. Und dann sagen, oh, verdammt, die hätten fast den Reichstag gestürmt, ich werde mal mitmachen. Also so ein bisschen, dass man da durchaus eine Änderung auch hat. Aber zum einen kommen die ganz klar oder vielfach aus rechten Milieus. Und wenn sie es nicht tun, dann aus Milieus, die da sehr anschlussfähig sind. Die eben vielleicht rechtsliberal sind, rechtskonservativ, aber durchaus alle gemeinsame, durchaus sehr, sehr ähnliche gemeinsame Werteinstellungen, Wertvorstellungen und auch Vorstellungen von der Gesellschaft haben. Also Eugen Düring, der Sozialdemokrat, hatte ja deutlich mehr Gemeinsamkeiten mit irgendeinem völkischen Alldeutschen im Kaiserreich und passt deswegen ganz gut zusammen, auch wenn sie von der politischen Färbung anders sind. Oder eben Sarah Wagenknecht und Wolfgang Kubicki haben ganz, also haben mehr Ähnlichkeiten einfach miteinander als irgendwie, Sarah Wagenknecht zu irgendwie jemand anderen von der Linken in dem Fall. Genau, deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, das passt so ganz gut und die müssen sich auch nicht wirklich verbiegen, um daran teilzunehmen. Die machen das ja auch mit großer Begeisterung. Also wenn man diese zahlreichen Spiegel-TV und so weiter Sachen, die ja eher sozusagen auf Infotainment angelegt sind, aber wo die quasi auch die Demos sozusagen filmen und was sie so erzählen, die machen ja ganz mit Begeisterung mit, sozusagen als Volkserweckung. Und denen geht es ja durchaus auch um die Frage, was der Staat an Gesundheitspolitik verordnen darf. Und das darf er nicht. Da sind sie sich, glaube ich, sehr stark einig. Okay, dann ist hier noch eine Frage. Es gab einige körperliche Angriffe, beispielsweise auf Leute, die andere zum Einhalten von Schutzmaßnahmen, also dem Tragen von Masken, aufgefordert haben. Angriffe auf Impfzentren und so, also und so weiter. Ist das ein neues Level der Impfgegnerschaft oder gab es in der Vergangenheit vergleichbare Phänomene? Also ich glaube sozusagen diese Mobilisierung, dass Leute auch selbst hingehen und irgendwie Ärzte, Impfzentren, PflegerInnen und einfach irgendwie Leute, die arbeiten müssen und deswegen quasi ja die staatlichen Aufgaben auf die Maskenpflicht hinzuweisen übernehmen müssen, dass die erschossen, angegriffen und so weiter werden, das ist schon eine Eskalation, also auf jeden Fall eine Eskalation. So, es gibt eine Eskalation der Impfgegnerschaft, sowohl auf Ebene von reinen Zahlen, wer macht bei einer Demo mit, als auch eben auf Form der Gewalttätigkeit. Es ist natürlich so, dass Rechte sich mit Gewalttätigkeit ja auskennen und das auch machen und das Teil ihrer Ideologie ist. Das heißt natürlich, eine rechte Bewegung führt auch, die stark führt auch immer zu mehr Gewalttätigkeit, ob es jetzt Pegida ist oder Querdenken, macht da glaube ich nicht so, macht da nur bedingt den Unterschied. Genau, aber es ist natürlich so, dass das an sich noch nicht so richtig gab, aber es gibt immer halt Peaks. Also zum Beispiel in den 90er Jahren, wo auch irgendwie Impfpflicht noch ziemlich out war, Gegnerschaft noch ziemlich out war, gab es ja den Peak mit dieser Propagandakampagne von diesem Andrew Wakefield, den vielleicht ein paar inzwischen kennen. Das war so ein britischer Arzt und der hat einfach so behauptet, um sein eigenes, also ganz knapp gesagt, er wollte gerne seine eigene Einzelimpfung für Masern verkaufen und hat deswegen behauptet, dass die Triple-Impfung, also Mumps, Masern, Röteln, giftig wäre, beziehungsweise Autismus verursacht. Das war natürlich völliger Quatsch. Er war aber angesehener Arzt, es wurde im Lancet veröffentlicht und alle Leute haben gesagt, oh, da muss ja was dran sein, weil der ist ja mein angesehener Arzt und dann haben sie sozusagen so eine Propagandakampagne daraus gemacht und die Leute auch ewig lang getäuscht, weil die Medien auch nicht gesagt haben, okay, wir überprüfen das und gucken mal, sondern weil die Medien dann daraus so eine Story gemacht haben, wie die armen Mütter. Hatte auch eine ableistische Komponente, ganz klar, die armen Mütter mit jetzt autistischen Kindern und wenn die das fühlen, dann muss da ja was dran sein. Also haben da sozusagen so einen Zirkus draus gemacht und da ging dann tatsächlich auch in England oder als er dann in die USA gemacht hat, weil er quasi seine Lizenz in England verloren hat, gab es da auch so einen kleinen Peak. Also gibt es eine kleine Steigerung eben in der Impfgegnerschaft und eine Senkung von den Masernimpfungen tatsächlich. Und diese Entwicklung hat sich auch in Deutschland über so verschiedene esoterische Milieus bei der Masernimpfung zum Beispiel wieder gespiegelt. Und was man, glaube ich, auch zu der Frage Eskalation der Impfgegnerschaft, was natürlich nicht mit dem vergleichbar ist, was wir jetzt gerade haben, aber wäre natürlich das, dass der NS, also dass die deutschen Faschisten auch durchaus sehr, sehr starke, sehr, sehr prominente Impfgegner in ihren Reihen hatten. Sie haben es nur letztendlich nicht umgesetzt, was aber so ein bisschen an verschiedenen Besonderheiten im NS liegt. Also dass man zum Beispiel einfach einen überzeugten Impfgegner
als irgendwie Minister hatte oder als SS-Führer wie Heinrich Himmler zum Beispiel, überzeugter Impfgegner aus einer völkisch-ariosophischen Perspektive. Und jemand hatte, der dann Gesundheitsminister war, der gesagt hat, wieso Impfungen helfen doch, wir machen das, wir wollen ja nicht, dass alle Leute quasi Tuberkulose kriegen. Und das ist sozusagen meine erste Besonderheit, dass das halt nebeneinander existieren kann, solange verschiedene andere Ziele, jetzt zum Beispiel der Völkermord, der Krieg und quasi Ausbeutung weiterlaufen konnten. Und das ist natürlich aber ein Stück weit, wenn man es mit heute vergleicht, ist natürlich sozusagen Leute in Regierungspositionen, die unglaublich hohe Ämter haben, die Nazis sind und Impfgegner, ist natürlich noch ein bisschen was anderes, auch wenn es eben, wie gesagt, nicht umgesetzt wurde und jetzt Impfärzte da auch nicht verfolgt wurden, sondern nur, dass die bestehende Pflicht ausgesetzt wurde. Das heißt, unabhängig davon, glaube ich schon, dass es sozusagen eine neue, was Neues und Eskalatives hat. Okay, hier sind noch ein oder zwei Fragen. Ich würde sagen, die machen wir noch und dann machen wir einfach Schluss. Genau, hier, Andreas Speit bezeichnet die Querdenkenbewegung nach der ursprünglichen Lebensreformbewegung bzw. der Hippiebewegung als dritte Welle der Lebensreform. Und die Frage, was du von dieser These hältst. Also ich habe ja auch versucht zu schildern, wie quasi Impfgegnerschaft, Lebensreformbewegung und so weiter auch zusammenhängen und wie weit das sozusagen so ein völkisches Milieu immer aufgegangen ist, sich mal wieder gespalten hat und so weiter. Das heißt, an sich stehen die natürlich auf jeden Fall in der Tradition. Es ist aber so ein bisschen, sage ich mal, diese ähnliche Diskussion wie die Frage mit der Anthroposophie. Man verortet das sozusagen als vor allen Dingen über ihre Zugehörigkeit zur Lebensreform, zu esoterischen und so weiter Elementen. Oder man verortet das eher sowas, was quasi Leute machen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, die aber dafür aktivierbar sind, die quasi sozusagen so eine reaktionäre Systemopposition haben und die dann in Halle beispielsweise auf die Straße gehen und an sich nichts mit dem anderen zu tun haben. Also sozusagen, dass man sozusagen, glaube ich, gucken muss, dass man nicht dadurch, dass es einige Wortführer gibt und dass die diese Ideologie halt schon immer haben, dass man nicht sagt, okay, man kann jetzt auch das erklären, wo irgendwie 10.000 Leute auf die Straße gehen, die damit an sich nichts zu tun haben. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, wie weit man sagt, das ist das Ergebnis davon oder das ist die dritte Welle der Lebensreformbewegung. Genau, und an sich, glaube ich, ist da sozusagen, was ideologische Kontinuitäten angeht, kann man das gut begründen, aber ich glaube, man kann es auch, glaube ich, ganz gut aus den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen, aus denen die ganzen Leute kommen, erklären. Genau, und was sozusagen die Hippies angeht, genau, das weiß ich einfach nicht. Ich glaube, es gab auf jeden Fall Hippies, die progressiver waren als Querdenken, aber an sich ist sozusagen diese Verbindungslinie über die Esoterik, da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Okay, und dann wurde noch die letzte Frage gestellt, welche Rolle spielt Foucaults Kritik der Biopolitik für linke bzw. rechte ImpfskeptikerInnen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich tatsächlich habe mich, also sozusagen das, die Teile an Foucaults Schrift zur Biopolitik, an die ich mich quasi aus einem Pflichtseminar erinnere, sind sozusagen, würde ich eher so lesen, also würde ich da nicht gar nicht als quasi Kritik am Staat, dass er sozusagen nicht Gesundheitspolitik machen darf, lesen, sondern wie gesagt, die Teile, die ich in Erinnerung habe, haben mich tatsächlich eher auch ein bisschen, sozusagen ganz grob im Hinterkopf, eher dazu inspiriert, auch das Buch zu schreiben, weil er da ja zum Beispiel in den Teilen, die mir jetzt einfallen zumindest, das immer dahingesagt, tatsächlich ja eigentlich ziemlich gut den Neoliberalismus kritisiert, der halt zum Beispiel bei verschiedenen Sachen einfach die definiert, als da darf der Staat auf keinen Fall eingreifen. Er macht das quasi anhand von Märkten und Preisbildung und sagt dann, der Ordoliberalismus, der nach 1945 wiedergekommen ist, nimmt quasi verschiedene Elemente, zum Beispiel eben den Markt, komplett aus der politischen Gestaltung raus und sagt, da darf man jetzt nichts mehr machen. Genau, und deswegen habe ich es eher als Kritik daran gesehen, was ist oder was sozusagen folgt daraus, und zwar daraus, dass die Leute eben biopolitisch quasi verbessert werden müssen, um hier das Volksvermögen zu steigern. Was aber, also sozusagen, man muss eben an den Leuten ansetzen, weil man am Markt nicht mehr ansetzen darf. Aber das bedeutet ja nicht, dass per se falsch ist, sondern dass per se quasi die Motivation, die dahinter steckt, von Ordo bzw. neoliberaler Seite, dass die ja die anzugreifen ist, dass die Leute irgendwie fit gemacht werden, biopolitisch, eben um das BIP zu steigern, aber nicht, weil der Staat irgendwie da irgendwie ein größeres Interesse dran hatte.
Ja, ich glaube, deswegen dahingehend wird Foucault von jemandem Unrecht getan, beispielsweise von mir oder von den rechten oder linken Impfgegnern, die sich darauf beziehen. Ich habe aber das Gefühl, dass seine Rezeptionsgeschichte ohnehin eine schwierige ist, weil sich durchaus auch sozusagen in der Foucault-Kritik und auch bei den Foucault-Fans viele Leute finden, die sozusagen das nicht, das Gesamtwerk maximal sozusagen als Schlagwortverzeichnis verwenden. Und da dann eben sagen, Biopolitik ist, wenn der Staat sagt, ich muss mich impfen lassen, deswegen bin ich per se dagegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht ist, das ist, was Foucault meinte, beziehungsweise auch, was da drin steht. Genau, aber würde mich da auch nicht drauf festlegen. Als sozusagen popkulturelles Referenzding ist natürlich schon relevant, weil es ja auch sozusagen verschiedene Philosophinnen gab, die dann gesagt haben, ach ja, hier Foucault und Biopolitik und das ist ja wäre sozusagen totalitär und eine Diktatur hier und deswegen dürfen wir das nicht, sondern müssen verteidigen, dass wir immer ins Restaurant gehen können. Aber das ist ja total, also inhaltlich würde ich sagen, von dem bisschen Foucault, was ich gelesen habe, ist es total absurd, sein Recht auf ohne Maske ins Restaurant gehen, mit Hinweis auf diese Werke zu verteidigen. Deswegen glaube ich eher, dass es sozusagen einfach ein Motiv ist, wie dass man irgendwie die Maske als Maulkorb bezeichnet, hat dann, glaube ich, genauso viel Auswirkung. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, dass du die Zeit genommen hast, dass du dein Buch hier vorgestellt hast. Ich habe gehört, ich soll das nochmal in die Kamera halten, das mache ich hiermit. Genau. Und ich würde noch mal einen kurzen Werbeblock anschließen. Und zwar wird es morgen eine Demo geben. Es gab ja vor einer Woche einen rassistischen Angriff an der Greifswalder Straße auf eine junge Frau, die von mehreren Rassisten eben angegriffen wurde, körperlich, und relativ schwer verletzt wurde. Morgen um 14 Uhr geht's los am S-Bahnhof Greifswalder Straße. Genau, wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute kommen, Solidarität zeigen und am Start sind. Genau, und ansonsten freuen wir uns, wenn wir den nächsten Tresen hoffentlich wieder auch in Präsenz in Weißensee veranstalten können.